Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Keep Supernova und auf vielfachen Wunsch zeige ich ein paar von meinen Spielsachen aus dem realen Leben. Zuallererst der ganze Stolz meiner Sammlung. Requisite aus der letzten Puppet Show von der Euroforens, aus der Puppet Show Demon Hunters, wurde verkauft für die Charity und ging sang und schreibe für 50 Euro habe ich das Ding dann von Berlin nach Hause geschleppt. Hier im Hintergrund ein Sky Diamond, der ist immer da, sagt man Hallo. Ja, hallo. Wir wandern weiter nach unten zu meinem Splatoon Cosplay Outfit. Zuallererst der 3R Schwabber. Den habe ich, glaube ich, schon mal vorgestellt, aber jetzt der Vollständigkeit halber will ich ihn noch mal zeigen. Den habe ich auf Etsy bestellt und für sage und schreibe, ich meine 120 Euro aus Italien. Das ist ein Künstler in Italien für mich gemacht mit 3R Druck. Wirklich originalgetreu nachgedruckt. Mit 3R Druck und zusammengestellt. Ein ganzer Pracht, also wirklich 1:1 so wie im Spiel. Wie gesagt, zumindest für mich keine sehr effektive Waffe, aber für mich eine sehr ästhetische Waffe, also nach meinem ästhetischen Empfinden. Ja? Kein Inkling ohne seinen Tintentank. Den habe ich auch bei Etsy. Von einem Künstler, jetzt aber nicht aus Italien. Ich meine, das war ein deutscher Künstler. Mir war nicht ganz sicher, aber es ist dasselbe Prinzip. 3R-Druck und geklebt. Alles wirklich mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht. Natürlich mit blauer Tinte, weil Kip hat blaue Tinte, wie auch blaue Hautfarbe. Und wer Rockets-Videos von Verwester kennt, weiß, das kann man richtig hier aufsetzen und anziehen. Wie ein Rucksack und kann dann damit rumlaufen und die Leute damit betinten. Ja? Als Kind trage ich natürlich meine standardisierten schwarzen Gummistiefel. Das sind eigentlich stinknormale Gummistiefel, die seltsamerweise sehr schwer zu finden waren. Normalerweise kriegt man, wenn man Gummistiefel sucht, kriegt man erstmal Damenstiefel seltsamerweise und dann Kinderstiefel. Unisex oder jetzt nur für Herren, das ist seltsamerweise schwer zu finden, jedenfalls ist es mir so gegangen, wie jetzt die anderen Sachen, aber das sind ganz normale Stiefel. Ich bin auch schon gefragt worden, wo hast du die her? Also hier nochmal die, Grander Black 0162, also wer die haben möchte, die sind eigentlich immer vorrätig über Amazon, habe ich die bekommen. Die werden dann immer angezogen, wenn ich als Kip Splat unterwegs bin. Aber auch Kip Supernova hat die natürlich. Und das ist das Standardausrüstung für jeden barbianischen Wissenschaftler. So, weiter geht's mit den Goggles. Oder auch, ich nenne sie auch Schutzbrille oder Schweißerbrille. Das ist übrigens eine. Nicht, dass ich mich jetzt da drin spiegle oder so. Das sind übrigens echte, die haben einen echten Schutzfaktor, die sind getönt, die Scheiben. Und die kann man auch wirklich als Sonnenschutz aufsetzen. Die passen zum Beispiel mir wunderbar wie angegossen. Oder halt so auf dem Kopf tragen als Accessoire, als Schmuckstück. Wenn man so ein wenig auf Steampunk macht, obwohl es keine original Steampunk-Style ist, sondern eher so ein futuristischer Style, also von mir ein futuristischer Style. So, euch ist bestimmt aufgefallen, das nächste Accessoire, das habe ich an. Das sind meine Handschuhe, das sind richtig dicke, feste Latex-Handschuhe, wo für das Werkeln mit und Hantieren mit Chemikalien gut geeignet ist, aber auch für den Garten oder zum Autowaschen oder so. Und ihr fragt euch jetzt, warum trage ich die?
weil ich es einfach toll finde. Ja. Die sind auch alle in dieser Box drin, wo auch meine Shirts drin sind. Da kommen wir jetzt dazu. Das Original Kips Blatt Shirt. Original aus Japan. Ein echtes Unikat, nämlich das hier. Das gibt es nur noch, oder gab es jetzt nur noch einmal, ein einziges Mal zu kaufen. Die Sparfüchse unter euch werden jetzt wahrscheinlich in Ohnmacht fallen. Das Ding hat mich 90 Euro gekostet, dafür aber direkt aus Japan und versandkostenfrei. Da kann man ja nicht meckern. Dann ja, ein normales Splatoon-Shirt mit den Squids drauf, ein Splatoon 2 Shirt übrigens. Und dann mein Kipp-Shirt, das kennt der ein oder andere, wer mich auf Instagram verfolgt, wenn ich manchmal irgendwelche Tankstellen fotografiere oder Bagger fotografiere oder sonst irgendetwas. Oder demnächst hoffentlich wieder ein Kraftwerk besuche, dann habe ich das immer an. Und mit den Buckles, mit der, ja, mit der Mütze und gut, so einen Anzug habe ich jetzt leider noch nicht. Aber wer weiß, was noch kommt. Was nicht ist, wird ja noch, kann ja noch werden. Übrigens, in dieser Box bewahre ich das immer auf, vor allem auch die Shirts zusammen mit den Handschuhen. Jetzt fragt es sich, warum hat er das in der Box? Also erstens, ich mag es gern clean. Das bedeutet, die Sachen, die zusammengehören, auch in einem, ja, in einem Behältnis zu haben, in einem Ort zu haben. Und zweitens, diese Handschuhe, die geben immer so einen leichten Gummigeruch ab und dann riecht das alles so leicht nach diesem Gummi und ich finde das irgendwie nice. Also mir gefällt das und das hat dann noch so das bestimmte gewisse Etwas. So, zum Schluss möchte ich noch was ganz Neues zeigen, was ich bekommen habe. Allen und anderen. Jetzt vielleicht das Wort Playmobil schon ins Blickfeld geraten, in den Blick gefallen, in die Augen. Ah, egal, wie man das nennt. Und zwar habe ich hier eine Mass-Rakete mit Raumschiff mir zugelegt. Das ist eine ziemlich große Schachtel. Kann sie mal aufstellen. Ich lasse es gleich ein bisschen. Moment. Ja. Und die würde ich gerne aufbauen. Am liebsten würde ich die live aufbauen, bloß mir ist gestern aufgefallen, manchmal sind meine Livestreams irgendwie wie mit einer Kartoffel gefilmt. Ich habe keine Ahnung, wo der Fehler liegt. Wenn ich ihn finde, dann werde ich den natürlich beheben, aber ich will auf jeden Fall ein Video machen. Und das ist jetzt der erste Teil der Mars-Mission von Playmobil. Ich würde gerne, das Mars-Auto habe ich ja schon, wer mich auf Instagram verfolgt, weiß das. Würde ich da gerne das aufbauen und so nach und nach wie so eine Sci-Fi-Space-Landschaft-Szenerie bauen und ja, euch da gerne dran teilhaben lassen. Was man auf der Playmobil-Seite bekommt, das kriegt man jetzt nicht im Laden, höchstens vielleicht auf Amazon oder eBay, das sind diese hier, das ist ein Space Shuttle Bauset und ihr seht schon, es ist nur in der Tüte drin, es gibt es nicht in der Schachtel, weil das zum Ergänzungsset gehört. Und die sind immer sehr schnell vergriffen. Also ich habe jetzt dieses Space Shuttle und noch einen Schaufelbagger, wo ich mich habe benachrichtigen lassen. Das Space Shuttle war da, den Schaufelbagger, der war gleich wieder weg. Aber den hole ich nach. Das ist auch so ein Ergänzungsset, dieser Schaufelbagger, wo man dann zusammenbauen kann, werde ich auch gerne Video machen, wo ich das zusammenbaue. Und das gab es zur Bestellung gratis dazu, also tatsächlich kostenlos. Wer Playmobil verfolgt oder sich dafür interessiert, sieht, dass es immer wieder für 1 Euro oder für 2 Euro Playmobil Figurentüten gibt, wo man mehr oder weniger überrascht wird und wo man sich so aus Einzelteilen auch eigene Figuren zusammensetzen kann. Also das habe ich jetzt noch nicht geöffnet. Werde ich auch demnächst gucken, was ich damit mache, aber als erstes ist die Mars-Station und das Space Shuttle dran. So, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Video geht gleich 10 Minuten. Oh, keine Angst, der Kanal ist noch nicht monetarisiert. Ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch für heute
Wir sehen uns bald wieder. Bleibt gesund, bleibt neugierig und bis bald. Tschüss.